Hallo Römer, liebe Freunde. Was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Eve. Der letzte Part ging ja mal ein bisschen sehr lange. Wir spielen jetzt erstmal weiter. Wir können jetzt aber diesen Bucket füllen, also diesen Eimer füllen, den wir bekommen haben. Denn das Wasser ist ja lauwarm. Und damit können wir locker diese Tür hier aufschmelzen, oder? Nein. Können wir nicht. Okay, wir haben jetzt aber... Kids. Es ist voll mit Wasser, ja. Oh, wir können unsere Dings nicht mehr auffüllen. Alles klar, okay. Das ist immer noch zu. Hier ist auch noch zu. Hier ist auch zu. Können wir vielleicht irgendwas mit den Schmetterlingen hier machen? Weil die jetzt... Wasser brauchen oder so? Nee, brauchen sie nicht. Alles klar, was... Können wir hier vielleicht irgendwie Wasser reinfüllen oder so? Nein, auch nicht. Dann vielleicht die toten Bäume. Hier, dieser Wald, der hier rechts war. Das waren ja tote Bäume, so gesehen. Vielleicht können wir die mit Wasser wieder... auffüllen. Oder so. Auch nicht. Aber wir können auch nicht mehr zurück, wie es aussieht. Ah! Okay. Ist das jetzt was gebracht? Ah, warte mal, vielleicht sollte ich die Blume nochmal antatschen oder so. Ah, Gallery Key. Okay, damit können wir hinten in das Gebäude hier auch rein, oder? Gallery Key, genau. Oh, Eve und Gary. Pandoras Box. Oh, und auch noch Mary. Und die Doll. Die Puppe. Süß. Eine Box. Öffnen. Ich wundere mich, was das alles war. Ist da irgendwas anderes in der Box noch drin? Ein Spiegel. Okay. Okay. Let's just hope it's hope. Lass uns einfach hoffen, dass es Hoffnung ist. Okay. Das war hier eben noch nicht, oder? Das Cat drawn on the back of the sign. Eine Katze auf dem Rücken des Dings. Okay, noch eine. Kann ich damit nichts machen? Mit der Butterfly hier? Doch. Butterfly Wings have. Okay, es hat Augen auf ihren Flügeln. Okay, ja. Interesting. Gut, können wir jetzt hier rein? Nein. In der Toybox. Erstmal nochmal speichern. Haben wir jetzt einen Spiegel? Mit dem Spiegel vielleicht hier irgendwas? Heart-Symbol on the floor. Und auf der Tür ein Herz-Symbol, okay. Was ist das? Ah! Put down mirror. Sehr nice. Das Eis wurde geschmolzen und jetzt können wir da... Was? Ja, sieh, du, schau, du hast die Sonnenstrahlen reflektiert. Not too shabby. Das ist shabby. Start mit Herz. So, zack, 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 zack. Ah. Au. Switch. Ich weiß ja nicht, was ist. Ich müsste doch eigentlich hier oben rechts anfangen, oder nicht? Ach nee. Hier ist ein Herz drauf. Auge. Mond, Sonne. Sonne ist auf jeden Fall hier oben links. Okay, Moment. Wir müssen uns nochmal angucken. Das hier ist die Sonne auf jeden Fall. Das hier ist das Herz. Das hier ist... Das könnte der Mond sein, oder das Wasser halt. Hier sind ganz viele...
Früchte und Bäume. Okay. Was ist hier? Hier sind Blumen. Ich würde sagen, das ist Blume. Ah, was ist das? Spiral. Okay, also einfach nur eine Spirale. Alles klar. Das ist die Spirale. Hier ist... Alles klar, Katze. Hier ist Auge. Würde ich sagen. Okay. Herz. Auge. Ist hier. Mond. Ist der Mond dann das hier? Ja. Sonne ist hier oben. Spirale ist das. Sag jetzt einfach mal... Das hier? Nee, das ist das letzte. Ich würde sagen, das hier. Ja. Dann die Spirale. Apfel oder Bäume. Und das. There's something on the ground. Plastikschlüssel. Okay, dann können wir jetzt wahrscheinlich in die Mitte in das Haus rein. Würde ich jetzt mal sagen. Kann ich nochmal? Nein, kann ich nicht. Speichern. Nee, können wir nicht. Okay. Was war denn noch locked? I like the key. Wir hatten noch gar nichts mehr, oder? Haben wir noch? Ah, doch, klar. Oben das Haus. Ah. Natürlich. Natürlich. Schluck von meinem Energiegetränk genommen. Speichern ist immer schön. Toybox. Das ist die Toybox. Ist schön big. Schön groß. Raid? Steht da Raid? Aber in irgendeiner, weiß ich nicht, Weise. Es wurde gesagt, dass da ist ein Schlüssel drin. Ich kann nicht sagen, ob ich auf den Boden sehen kann. Ich kann nicht sagen, dass ich auf den Boden sehen kann. Ist da wirklich ein Schlüssel drin? Wollt ihr es sehen? Hä? Sie hat uns einfach reingeschubst, Alter. Das war gemein von Mary. Gut, wir waren auch nicht unbedingt nett zu ihr, aber... Was soll's. Ich hab nicht die rote Rose mit. Und Gary ist nicht hier. Puppe... Da ist Gary. Ich hab meinen Kopf gestoßen. Eve, bist du okay? I'm fine. Okay, das ist gut. At any rate. Okay. Ich weiß nicht, ob da Rage steht, deswegen. Dieser Ort ist voll mit Gekritzel. Ist das die Toybox? Spielzeugbox? From the upper floor. Wir sind von ganz oben runtergefallen. Nachdem sie uns runtergeschmissen hat, runtergeschubst hat. Okay, los, lass uns den Schlüssel suchen, rausgehen hier. Du siehst ein bisschen. Weiß ich nicht aus. Bist du wirklich okay? Was? Du hast eine Rose verloren? Das ist nicht gut. Los, wir müssen sie schnell finden. Erstmal speichern. Hier. Nicht viele Leben oder nicht viele. Blüten. Blüten! Blüten. Es sind nicht mehr viele Blüten da. Wir sollten es besser wiederherstellen. Ist hier irgendwo eine Vase? Weiß ich nicht. Ich hab, glaube ich, keine gesehen. Oder? Ihr eine gesehen, Leute? Ich nicht.
Nee, ist wirklich keine. Hä, ja, oder? Bin ich jetzt dumm? Antwortet darauf nicht, bitte. Okay, danke. Ach, doch. Nee, ein Spielzeugzug. Da sind Blüten auf dem Flur. Ich sehe hier wirklich keine Vase. Bin ich jetzt... Ich muss wieder bei OBS gucken. Ich bin blind, oder? Bin ich blind? Ah, da ist ein Schlüssel. Ah. Das ist halt so dumm, dass es so klein ist. Ich kann es halt nicht im Vollbild stellen, weil dann kackt das Spiel ab. Das ist total dumm. Was? Ich mag das nicht. Es ist einfach wie vorher. Was ist mit diesen Leuten los? Ip, sei vorsichtig. Oh, lol, I. Ah, I, hu, a, a, I. Au! Und nochmal. Wie oft bin ich jetzt schon gestorben in diesem Spiel? Schlüssel. Lag der nicht hier? Was sag ich jetzt nicht? Ich muss nochmal... Oh. Da müsste bestimmt irgendwo bei irgendwas rosanem liegen, oder? Ah ne, ich muss ja erstmal die Rose wieder aufheben. Stimmt, und jetzt dürfte der Schlüssel da sein. Ich hab nur ein Leben, ey. Oder ich darf nur einmal gehittet werden. Das ist total dumm. Okay, dann dürfte der jetzt hier liegen. Ja, jetzt liegt er hier. Okay. Alles klar. Das Problem ist halt, man erkennt diese Viecher auch kaum. Weil hier die Farben auch ein bisschen dumm sind. Also so, die sind halt... Bisschen schwer dargestellt. Oh Gott. LOL. Skill. Skill. Ich bin mal gespannt, welches Ending wir kriegen. Hat sich der Raum verändert? Scheint so, ne? Lass mal speichern. Ah, sie blockieren den Weg. Okay, sie sagen uns, wir sollten nicht hochgehen. Erstmal nachgucken. Es ist... Sie sind... Ja, was ist Ort nochmal? Verfault? Verfault, glaube ich, ne? Ja, verfault. Sie scheinen nicht nicht real zu sein. Sie sehen nicht so lebendig aus, wie Pflanzen es eigentlich tun sollten. Sehr, sehr stark nach Fake. Ja, auf jeden Fall ist hier vieles, was nicht real sich anfühlt. Na, das Sonnenlicht zum Beispiel. Wir sind sehr tief in dieser Sache drin, richtig? Ich glaube schon. Okay, ja, wir cutten die. Pull them. Okay, sind zu stachelig, um sie zu graben. Also müssen wir sie kaputt brennen. Ja, ich denke, das wird funktionieren. Ja, okay. Ich habe vergessen, dass ich einen Leiter habe, also ein Feuerzeug habe. Alright. Lass uns das wegbrennen! Ja, super, es hat funktioniert. Dieser Raum, das ist nicht die Toybox, oder? Wichtiger ist, siehst du das, Ib? The painting on the far wall, das Bild auf der Wand da hinten. Ich denke, ich hab's schon mal gesehen. Lass uns einen Blick drauf werfen. Wer ist hier? Ib, Gary! Seid ihr beide okay? Wie habt ihr es in diesen Raum geschafft? Verlasst ihn sofort! Mary, du... macht keinen weiteren Schritt. Was? Verlasst es jetzt. Sofort. Jetzt! Verlasst es! Oder geht! Oh, warte mal. Shit! Ich glaube, ich habe gerade die ganze Zeit nach oben gedrückt. Und deswegen... ist sie so ausgerastet. Oder?
Versuch's nochmal. Einfach nochmal. Da kann ich jetzt rausgehen. Nee. Aber ich könnte jetzt erstmal speichern, damit ich das nicht gleich nochmal abburnen muss. So. Leave. Mario, don't... Leave right now. Now! Leave! Ah, okay, ich kann mich dann wieder bewegen und ich muss dann am besten hochlaufen, denke ich mal, um mir dieses Bild anzugucken. Ich versuch's gleich mal. Alles klar. Okay, nochmal. Ich bin wie oft gestorben jetzt? 50? Nein, so viel nicht, aber einiges, ne? Okay, nochmal ein Schluckchen von meinem Energiegetränk als Stärkung. Remove? Okay, burn! Da ist keine andere Option! Nein, stopp! No, nein! Nein! Stirbt Mary jetzt auch? Hätte ich das vielleicht nicht machen sollen? Ich muss sagen, Mädchen können schon gruselig sein. Haha, toll. Okay. Es hat mehr weggebrannt, als ich gedacht habe. Bist du okay, Eve? Ja, schnell, ach, noch mal. Das Glas. Irgendwas. Meine Hand? Ah, ja, du bist richtig. Ich hab sie verletzt. Ich hab das gar nicht realisiert. Gar nicht mitbekommen. Es muss einfach passiert sein. Just mine around. Are you really okay? Gepennt, Herr Sheep. Was? Ah. Ach so, verbannt wahrscheinlich ist das, oder? LOL. May I use it? Darf ich es benutzen? Real face? Lace? Was sagt der? Irgendwas. Okay. Zu spät. Unglücklicherweise. Danke, Eve. Ich nehme das trotzdem. Lass uns weitergehen. Ja, Mary. Ein bisschen spät, aber... Was if wise to... Was? What? Was it wise to... Torch? One of the... War es richtig, eins von den Bildern zu zerstören? Oder so? Oder worth? Ach, worth! Was ist wert, eins der Bilder zu zerstören? Es war... wert. Es war es wert, oder? Wie ich sagte, ein bisschen zu spät. Lass uns hoffen, keiner fragt. Now these books should sweep... Ah, ich kann es halt einfach nicht lesen. Das sind Storybooks auf jeden Fall. Und wie macht man Freunde? Oh, hier liegt was. She really wasn't human after all. Sie war wirklich kein Mensch. Ich habe genug von denen. Nicht berühren. Eep. Okay, wir gehen einfach raus. Ich speichere mal nicht. Speicher. Alles klar. Ich speichere mal nicht. Vielleicht können wir noch mal was ändern. Vielleicht war das... Vielleicht konnten wir sie auch noch leben lassen oder so. Ich weiß es nicht. Deswegen mache ich jetzt einfach mal nichts. Oh, es ist dunkel. Achte auf deine Schritte, Eve. Okay. Oh, wir sind hier. Dieser Ort sieht mir bekannt aus. Oder kommt mir bekannt vor. Ja, mir auch. Ah, Moment. Wir müssen locker zu diesem Bild hier oben. Oder? Zu dem hier. In a new world. Once you go in, there's no going back.
Wenn du einmal hineingehst, kannst du nie wieder zurückkommen. Deine ganze Zeit hier wird verloren sein. Willst du trotzdem reingehen? Was? Big Mural? Was? Fabricated World. Hey, ist es nicht das eins von der Galerie? Oder die Galerie? Bedeutet das, wenn wir da reinjumpen oder springen, kommen wir zurück? Aber man, to jump into the building. Aber wie sollen wir da hineinspringen? Was? Ib, schau, das Bild. Das muss unsere Chance sein. Ja, ich bin really drin, okay. Ich bin wirklich drin. Komm, Ib. Ib. Ib, was ist los? Come on, komm. Ib, ich hab dich endlich gefunden. Ich hab dich überall gesucht. Renn nicht einfach an irgendwelchen Orten herum. Dein Vater wartet. Wartet auf dich. Lass uns gehen, Ib. Ib, hey, was tust du? Komm rüber hier. Ib, wie viel Zeit? Was? How many times? Wie oft habe ich es dir gesagt? Geh nicht mit Fremden. Hey, es ist nicht gruselig, okay? Du wirst okay sein. Ib, hör auf deine Mutter. Geh nicht mit irgendwelchen Fremden. Want to see your mother? Was? Oder willst du nie wieder deine Mutter und deinen Vater sehen? Ib, ich zieh dich rüber. Komm mit mir. Nimm meine Hand. Ib! Oh Gott, wir können ja nochmal auf Continue klicken. Deswegen gehe ich mit der Mutter. Ich würde immer mit Gary gehen. Ich würde, glaube ich, wirklich mit Gary gehen, aber... Wo gehst du hin, Ib? Hey, Ib! Ib! Ich würde eigentlich mit Gary gehen, aber dadurch, dass ich ja gleich auf Continue drücken kann... Das Ending, Ib All Alone. Ich hoffe, ich kann auf... Ja, gut. Und wir haben ja so gespeichert, dass ich nochmal... Ich kann nochmal eine andere Choice, nochmal was anderes auswählen. Und zwar dieses Tear Back into irgendwas mit dem Painting da. Let's fill it lightly into the frame. Okay, ich muss es kaputt brennen. Alles klar. Okay, und dann gehe ich gleich mit Gary mit, Leute. Gibt's nicht irgendeinen Weg, Mary zu retten? Vielleicht indem ich wirklich rausrenne? Geht das überhaupt? Weil eben, als ich versucht habe, rauszurennen, ging es ja nicht. Da wurden wir von Mary getötet. Deswegen. Also ich glaube, es gibt keine andere Möglichkeit, als Mary wegzubrennen. Wegzubrutzeln oder so. Ich weiß es nicht. Ich glaube einfach nur. Okay. Und wir schauen uns gleich unten nochmal um. In diesem Raum, in dieser Galerie. Vielleicht finden wir da ja nochmal was anderes. Ich weiß es nicht. Ich wurde bei Discord auf jeden Fall gerade angeschrieben. Nice. Aber egal. Und ich weiß, der Part geht jetzt schon wieder ein bisschen länger als vorher. Als sonst. Aber wir sind ja eh prinzipiell am Ende. Deswegen. Okay, ich glaube, aber im Prinzip bringt uns das alles hier nichts, oder? Ich touch hier trotzdem mal alles an, oder ich labe hier trotzdem mal alles an. Deswegen, vielleicht bringt das ja was. Vielleicht bringt das ja was. Nochmal irgendein anderes Ending oder so. Also wir haben halt uns relativ super benommen. Ich glaube, nur weil wir die eine
die eine Puppe da runtergezogen haben mit Gary, bringt es uns nicht das super tolle Ending. Was ein bisschen problematisch ist. Vielleicht spiele ich nochmal das ganze Spiel und nehme das Ending und schneide es dann nochmal hier hinten ran. Aber, ja. Ich glaube, das war's prinzipiell. Mal gucken. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mit Gary mit. So, ja. Einfach Leertaste Spam. Ich presse die Leertaste so laut, ihr hört es trotzdem nicht. What the fuck? Ja, da kommt jetzt Eve. Eves Mom. Die halt nicht real ist. Das Ding ist ja, auf dem Bild stand ja, dass wir alles, was wir hier erlebt haben, vergessen werden. Alles klar. Das heißt, eigentlich dürften wir dann ja auch Gary vergessen, oder? Wir sind jetzt wieder hier, genau. Ich kann mich nicht erinnern, was ich getan habe. Jetzt sind die ganzen Menschen wieder da, genau. Alle sind wieder da. Alles ist wieder normal, sag ich mal. Und ich glaube, wenn wir alles richtig gemacht haben, können wir hier unten an der Rose jetzt Gary treffen. Hm? Was ist los, kleines Mädchen? What are you looking at? Was guckst du dir da an? Lass mal sehen. Es ist eine Rosenskulptur, denke ich. Wenn ich mir diese Skulptur ansehe, ich fühle mich irgendwie sorrowful, super oder so? Ich weiß es nicht. Ich wundere mich, wieso. Es tut mir leid, dass ich das... was? Wenn ich irgendwas gesagt habe, was dir Ärger bringt, Eve. Warte, was? Wer ist Eve? Warte, das ist dein Name. Dein Name ist wirklich Eve? Das ist das Komischste. Ich meine, ich weiß dich, ich kenne dich ja nicht mal. Es kam einfach so raus. Merkwürdig. Aber okay. Haben wir uns vielleicht irgendwann schon mal getroffen? Ja, guck mich an. Ich frag dich einfach komische Dinge. Na, ist okay. Egal, was ich gesagt habe. Okay, auf Wiedersehen. Nein! Was ist... Ein Verband? Wann habe ich den denn bekommen? Ah, das ist deiner? My word, es ist wahr. Eve, dein Name steht auf dem Rauch, steht da drauf. Aber warum ist es in meinem Mantel, in meiner Tasche? Und da ist Blut drauf. Ich war verwundet an meiner Hand und ein Mädchen. Ein Mädchen hat mir ihren Verband gegeben. Ja, der Verband war von dir als Geschenk. Oder wurde mir als Geschenk gegeben. Als Geschenk. Von Eve. Eve. Ich erinnere mich. Wir sind zusammen zurückgegangen. Wie konnte ich das vergessen? Es war sehr wichtig. We glug together. Nee, we stuck. Ah. Wir waren zusammen eingeschlossen in dieser bizarren Galerie. Verfolgt von komischen Statuen. Und Mary, richtig? Eve, erinnerst du dich? I remember. Oh, danke Gott. Oder Gott sei Dank. Es ist hart, mir zu glauben. Aber
Aber das muss passiert sein, richtig? Ib, wir haben es gesund oder sicher zurückgeschafft. Wir schafften es. Jaha. Da ist so viel mehr, worüber ich reden möchte. Aber ich denke, wir müssen einfach gehen. Ib. Ist alles okay, wenn ich den Verband noch ein Weilchen länger behalte? Es wäre unnötig, es wieder zurückzugeben. Oder es wäre doof, das jetzt schon wieder zurückzugeben. Ich muss es wieder sauber machen, bevor ich es dir wiedergebe. Weil wir werden uns wiedersehen. Ib, das war das gute Ending, glaube ich. Oder? Ja, das war das Hauptending, schätze ich mal. Alles klar. Sehr geil. Der Part ging jetzt aber auch ein bisschen länger. So ein bisschen. ich entschuldige mich nochmal für meine etwas komischen Übersetzungen. Es tut mir leid. Mein Englisch ist halt ein bisschen am Sacken. Ja. Aber wir haben es durchgespielt, Leute. Können wir es einfach überspringen? Nein, können wir nicht. Gary und die Lady in Blue, wie es aussieht. Ach ja, also es ist ein super schönes Spiel, finde ich. Ein super nice Spiel. Vor allem gibt es halt so viele Endings. So viele verschiedene. Ich glaube, na okay, so krass viele glaube ich nicht, aber einige. Und ja. Ja. Ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Es ist ein schönes Spiel. Es ist vor allem kostenlos, Leute. Einfach Ib Game, oder ich pack den Link ja in die Beschreibung, also von daher. Einfach in die Beschreibung gucken, da ist der Link, falls ihr selber spielen wollt und alle verschiedenen Endings mal rausfinden wollt. Promise of Reunion Ending. Schönes Abschiedsbild, würde ich sagen, oder? Gut, Leute, ich hoffe, euch hat dieses kleine Projekt gefallen. Ich weiß gar nicht, wie viele Parts das jetzt waren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wie es aussieht. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Projekt wieder. Haut rein.